Wunderschönen guten Abend. Ja, ich mache heute die nächsten Übungen auf Moodle für DPE auf. Gell? Also wir arbeiten da immer noch in der Shell an diesen Übungen zur interaktiven Arbeit. Gell? Und dort haben wir jetzt noch eines, und zwar das Schweizer Taschenmesser DD. Gell? Und ja, was ist denn ein Schweizer Taschenmesser? Gell? Also das ist ein Schweizer Taschenmesser. Für viele kleine Jungs ein wichtiger Begleiter und es hat viel Werkzeug. Und ja, solche Schweizer Taschenmesser, das gibt es auch in der Informatik. Und dieses Schweizer Taschenmesser in der Shell, das heißt DD. DD, ja, schauen wir mal nach. Machen wir mal Man DD. Also DD, da steht, das ist fürs Umwandeln und Kopieren einer Datei da. Kopieren haben wir eigentlich mit Copy gemacht. Umwandeln haben wir den Translator TR gesehen, gell? Aber ja, aber was kann man da eigentlich machen? Das Interessante ist, dass man aus Dateien oder auch Gerätedateien Daten lesen kann und sie dann ja, in eine neue Datei schreiben kann. Gell? Und man kann da auch sagen, wie viel wir lesen wollen. Gell? Also das ist wie ein Copy, wo man sagt, so viel Byte lesen. Gell? Also wenn wir sagen, dann ja, Block zu einer bestimmten Größe und dann eine bestimmte Anzahl davon, gell? Könnte man dann auch sagen, ja okay, ein Block, ja, dot Byte und dann nehmen wir eins davon, dann wissen wir, wie viele Byte wir genommen haben. Wie funktioniert das jetzt? Da gibt man einmal an, als Argument, woher wir lesen und dann, wohin wir schreiben. Gell? Und ja, das ist jetzt DD. Und das Interessante ist, dass wir mit DD auch auf Gerätedateien zugreifen können. Wir können also unter /dev auf Gerätedateien zugreifen, Gerätedateien auslesen. Und so kann man eine Kopie einer CD zum Beispiel machen oder DVD, egal, oder auch eine Kopie eines Dateisystems. Egal, also man kann dann machen DD Input File ist gleich und dann, ja, dann greifen wir zu Dev und ja, SDA und dann können wir ein Dateisystem auslesen, gell, indem wir die Partition auslesen, die ein Dateisystem beinhaltet. Gell. Also könnte man machen, ja, Input-File, devsda1, Output-File ist gleich und dann könnte man das irgendwo ablegen. Gell. Also, oder auch hier. Gell. Also könnte man machen, das sda1.image. Gell. Und dann typischerweise, es gibt man nachher Block Size an, weil, dass man nicht Byte für Byte liest, zum Beispiel Block Size Megablöcke nehmen. Und ja, das war's, gell? Oder ja, wenn uns nicht alles interessiert, gell, nur ein Stück, dann können wir auch sagen, Block Size ist 512 und Count, gell, ist gleich einer zum Beispiel. Gell? Ja, so kann man mit DD zum Beispiel auf einer Gerätedatei zugreifen und etwas auslesen. Hierzu haben wir ein paar Fragen zusammengestellt. Das ist eine Anregung. Ja, macht es diese Fragen? Einige sind Knobelaufgaben, muss man ein bisschen suchen gehen. Und dann werden wir das da in der DB-Laborstunde besprechen. Gute Arbeit!